Murder Soul Suspect Folge 3, willkommen zurück. Warum war der Mörder hier? Wir sind immer noch, ja, an unserem Tatort und müssen herausfinden, was passiert ist. Haben wir noch einen Zeugen? Nein, das ist der Mörder. Was hat der Mörder getan? Weggehen? Zielsichernd? Suchend und zielsichernd, würde ich behaupten. Weil er vermutlich ganz genau weiß, was er getan hat. Aber was hat er hier drin gesucht? Der suchende Mörder, der Glockenmörder, hat nach etwas gesucht oder nach jemanden. Wonach hat er gesucht? Hier ist aber nichts zu finden. Hallo? So. Das gibt mir einige Rätsel auf. Wir haben gerade mal 4 von 14 Hinweisen. Wir müssen uns noch ein wenig genauer umschauen. Meine Primärwaffe. Mams Geschenk. Ich hatte 2 Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Aber wenn das doch seine Primärwaffe ist, hatte sie dann verloren bei dem Kampf und unten dann die Ersatzwaffe? Man weiß es nicht. Abgeschlossen. Geschichte ansehen. So, eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Wo habe ich das denn? Ein nasses Grab. Da stand doch... Okay. Ah, ich dachte, man kann sich jetzt hier irgendwas durchlesen. Irgendwo in die Geschichte. Was stand gerade? Geschichte ansehen. Aber ich glaube nicht... Okay. Haben wir das auch geklärt? Das ist schon mal super. Können wir jetzt eigentlich schon... Nee, mit 5 Hinweisen ist mir noch ein bisschen zu wenig. Hier ist das Fenster, ne? Zerbrochen. Zerbrochenes Fenster. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Naja. Mein letzter Kampf. Beschädigte Wand. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Anzeichen eines Kampfes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. So, wir haben schon 8 Hinweise. Es wird immer mehr. Das waren es aber, ne? 8... 9, 6. Liegt hier vielleicht noch irgendwas, was wir noch nicht haben? Was haben wir da? 7? 6, 7, 8, 9. Die Frage ist doch, gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, die wir noch... Ah, Moment, ah, halt. Treffen mit Romans Eltern. Normal sind es die Verbotenen, die nervös werden wegen dem Treffen mit dem Verlobten. Entschuldigung, nicht Verbotenen. Verlobten, die nervös werden wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen, die des Auserkorenen sind. Aber ich freue mich darauf und Romans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronans Dad flüchtete. Ne, Fluch. Furchtelt die ganze Zeit fuchtelt mit seinen Händen herum, als versuchte er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß. Und Lillian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, Sie verstehen, wie sehr ich sie mag. Kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht. Aber hier. So. Wo sind denn die anderen... Ach, das ist... Achso, das gehört dann wahrscheinlich zusammen, vermute ich mal. Das ist dann mit der Straße noch unten die anderen Zahlen. Ja, weil dann haben wir nämlich alles eigentlich. So, ich werde mal Richtung Fenster gehen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg bin. Achso, okay. Ja, alles klar. Haben wir die Frage auch beantwortet. Können wir mit 8 Hinweisen eigentlich schon ein bisschen was... eine Antwort finden?
Du kannst jederzeit versuchen, eine primäre Frage zu beantworten, aber oft ist es sorgfältige Erkundung des gesamten Tatorts notwendig. Ja, das stimmt. Uns fehlen ja eigentlich nur zwei Hinweise. Warum war der Mörder hier? Statusabfrage der Vermisstmeldung. Zerbrochenes Fenster ist Quatsch. Das könnten zwei wichtige Hinweise sein, die uns noch fehlen, weil warum der suchende Mörder? Die Frage ist, warum war der hier? Hat er nach ihr gesucht? Hat er nach irgendwas anderes gesucht? Nach unserer Waffe? Ich glaube eher weniger. Nach einer beschädigten Wand? Der Kampf mit uns? Nein. Aus dem Fenster geschaut, beziehungsweise uns rausgeworfen, darum war er nicht hier. Eine Statusabfrage, eine Vermisstmeldung? Ich glaube nicht. Könnte sein, dass er vielleicht die Person, die Cassandra, gesucht hat, wegen ihrer Tochter. Ist das vielleicht die Tochter? Ist das vielleicht Tochter von Cassandra? Das kann gut sein, dass er sie gesucht hat. Weil es spricht ja momentan eigentlich auch alles dafür, weil sie hat, die Cassandra hat ja mit spirituellen Wesen zu tun, sie hat ja eine Vermisstmeldung aufgegeben, der Mörder war in der Wohnung mit voller Absicht, hat ja was gesucht. Gut, die Frage ist, was ist mit den zwei weiteren Hinweisen? Wir werden mal uns weiter umschauen, vielleicht finden wir die zwei Hinweise noch. Da stand ja gründlich absuchen. Wir werden mal ein bisschen schauen, ob wir nicht doch vielleicht noch einen Hinweis finden. Da kommen wir nicht durch, da kommen wir auch nicht durch. Nein, 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 nein. Gibt es vielleicht draußen nochmal irgendwie was? Aber hier ist ja Ermittlung, ist ja hier Tatort. Also ich glaube nicht, dass hier was liegt. Können trotzdem nochmal eben schauen. Nein. Das heißt, wir müssen hier den Tatort untersuchen. So, wo könnte denn noch was Interessantes? Er hat ja nichts zu sagen, ne, oder? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Der sagt immer dasselbe. Wir müssen die Mieter finden, solange wir sie noch finden. Kommen wir hier durch? Aber ich finde keinen weiteren Hinweis. Also zumindest bisher nicht. Hier vielleicht? Da ist ein Schriftstück, aber da können wir nichts tun. Ich schau mal ganz genau jetzt überall. Weil es stand ja, es kann auch ein ganz kleines Papier nur sein. Das aufgedeckt. Ist das schon wieder dunkel oder meine ich das nur? Ich muss, glaube ich, nochmal die... Ich hatte das... Aber ich hatte doch schon... Oder ach, der hat das wahrscheinlich gar nicht gespeichert. Wenn ich das richtig sehe. Komisch, hat er wieder zurückgestellt beim... Spiel starten. Ah, jetzt ist schon wieder viel, viel besser. Ja gut, zwei Stufen kann man es nochmal zurücksetzen. Ich glaube, so ist das okay. Ja, weil gerade war das ja richtig arschdunkel. Meine Güte. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier doch was finden. Was haben wir denn hier? Ach, ich komme ins Badezimmer. Ach so. Ich dachte schon, das ist die undurchdringliche Wand. Da. Aber hier im Kämmerchen ist auch nichts. Die Frage ist, was hat er gesucht? Weil ich will jetzt auch nicht unbedingt... da ist noch was. Ein- oder auspacken. Gepackte Koffer. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Hier sind schon wieder irgendwelche Zeichen an der Wand. Die kann ich aber, glaube ich, nicht irgendwie freidecken, oder? Gibt es hier noch einen Hinweis? Da liegt noch was. Psychologische Kinderzeichnungen. Geheimnisvolle Zeichnungen. Arbeitet die Meisterin mit Kindern? Dies scheint psychologischen Skizzen zu sein. Hier können wir...
Achso, hier kommen wir dann wieder auf die Toilette. Okay, jetzt haben wir zwei weitere Hinweise gefunden. Das finde ich schon mal super. Das heißt, wir müssen gründlich, richtig gründlich absuchen. Das finde ich geil, das macht richtig Spaß. Ich hoffe natürlich für euch auch. So. Die Frage ist natürlich, die sich mich jetzt stellt, warum abreisen und wer? War das vielleicht Cassandra, die vielleicht nach ihrer Tochter suchen wollte, dass sie sie gefunden hat und der Mörder kam ihr auf die, ja, Schliche und dass vielleicht sie verschwunden ist, aber hat vergessen, dann den Koffer mitzunehmen in der Eile des Gefechts? Aber wenn das die Tochter ist, warum ist sie dann hier? Und ich weiß es nicht, ich kriege es nicht hin. Müssen wir schauen. Ich schaue mich noch mal ein wenig um. Ob finde ich doch noch was? Da ist doch noch was. Was ist hier? Ein Plattenspieler? Okay, da können wir nichts tun. Da an den Wänden kommen wir nicht durch. Jede Nische, jede Ecke suche ich jetzt ab. Um genau herauszufinden, ob ich hier nicht irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, 10 von 14 Hinweisen sind schon mal ein guter Aspekt, um mal anzufangen. Um herauszufinden, warum war der Mörder hier. Weil ich glaube, wir haben jetzt jede Ecke abgesucht und jetzt gibt es auch, glaube ich, so erstmal keinen Hinweis mehr. Gut. Ich würde sagen, wir probieren das einmal noch hier. Nee, hier ist nichts mehr. Probieren wir das mal aus, das Ganze. Das sind auch übrigens die zwei Hinweise gewesen. So, Mörder auf jeden Fall hat was gesucht. Aber was? Ich vermute, dass es diese Person war. Die Zeugin. Flashback aufrufen. Ich vermute, dass der Mörder sie gesucht hat. Das ist richtig. Jawohl. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Das frage ich mich auch gerade. Und warum war er hinter dem Mädchen her, wenn er hinter dem Mädchen her war? Wohin ist das Mädchen gegangen? Ermittlung abschließen. Einige Ermittlungen erhalten mehrere Fragen, die mehrere Antworten benötigen. Mögliches Ziel. Der Mörder ist vielleicht hinter dem Mädchen her. Vielleicht. Wir wissen es aber noch nicht. So. Also, wir haben hier definitiv noch drei Hinweise, die wir aber erst später aufdecken können, so wie es sich gerade angehört hat. Ja, sind wir also hier reingeplatzt in dem ganzen Massaker, in dem Malheur. Und sie ist dann hier durch verschwunden. Aber ich kann hier nicht raus, so wie das aussieht. Was kann ich denn jetzt hier tun? Kann ich irgendwas tun noch? Irgendwas beeinflussen. Ein Hinweis fehlt da oben noch wieder. Die Frage ist nur, was? Der springende Punkt.
Ich würde sagen, die Vermisstenanzeige könnte denen weiterhelfen. Ach, man kann es auch so machen. Ah, das ist natürlich cool. Wenn ich einen Controller bewege, dann switcht das so rüber. Ist natürlich cool. Aber ich bleib dabei mit dem... So, die Staatsabfrage der Vermisstenmeldung. Es könnte natürlich der Polizei weiterhelfen. Aber das war falsch. Puh. Was könnten seine Gedanken denn... Baxter sucht das Mädchen. Nein, das ist auch falsch. Verdammt, wir haben nur noch einen Versuch. Könnte er über den Mörder nachgrübeln? Vielleicht? Der suchende Mörder? Nee, suchende Mörder ist Quatsch. Zerbrochenes Fenster. Anzeichen eines Kampfs. Also die beiden würde ich eher ausschließen. Ich weiß... ich kann mich vielleicht doch... Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Nein, das war falsch. So, jetzt haben wir wieder nur... Verdammt, was könnte das denn sein? Was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Vielleicht hier, die gepackten Koffer. Okay. Jetzt werde ich aber so langsam stutzig. Das gibt's doch nicht. Okay. Vielleicht haben wir den Hinweis noch gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Nein, ich denke mir mal, dass es noch ein Hinweis ist, den wir brauchen. Vermute ich jetzt mal. Nicht zu erkennen. Nicht zu erkennendes Foto. Das sieht aus wie die Zeugin, aber was ist noch Wichtiges auf den Bildern? Das hätten wir jetzt gerade gebrauchen können. Verdammt. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Verdammt. Mist, hätte ich das vorher gewusst. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Da ist ein Priester. Foto der Zeugin. Fotos der Zeugin als Beweise gesammelt. Kann ich aus ihrem ableiten, wo sie hin ist? Ich glaube eher nicht. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ja. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Was macht denn da? Okay. Fokussieren. Berühren. Einige Objekte lösen bei Ronan ein Flashback aus. Folge den Geräuschen, die die stärkste physische Energie kennzeichnen. Priester, sie selbst. Ein Foto eines jungen Mädchens allein in dieser Wohnung? Das war schon mal falsch. Höre auf die Stimmen. Ich verstehe das nicht ganz. Ich höre hier gar nichts. Ich dachte, man hört irgendwie was, um vielleicht einen Anhaltspunkt zu kriegen, was richtig ist oder was falsch ist. Weil so kann man ja nur raten. Ein Foto eines jungen Mädchens und einer älteren Frau. Wahrscheinlich eine Verwandte. Das gibt's doch nicht. Hätte ich mal den Priester genommen sofort. So wie ich es vorhatte. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Der Priester, die Kirche. Die Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Ermittlung abschließen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um?
Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. So, finde die Spur deines Mörders. Ich muss das Mädchen, die Zeugin, finden und herauskriegen, was sie weiß. Da war aber gerade noch irgendwas. Ich muss mal eben schauen, wo das jetzt war. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nebenfälle. War da nicht gerade noch irgendwas am Aufleuchten? Oder bin ich da... 36 von 36. Was haben wir hier? 18 von 173. Alter Schwede, 173. So. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, ja, suchen wir das vermisste Mädchen und dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei bei Murder Soul Suspect in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Ciao.